Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Jump League auf dem Play Minity Server. Wir spielen die Map Raid. Ich weiß nicht, ob es überhaupt verschiedene Maps gibt. Auf jeden Fall heißt die Map Raid. Ich wollte diese Runde mal dazu nutzen, um euch ein paar Infos zu geben bezüglich, ja, einem sehr wichtigen Thema, glaube ich. Ich denke mal, dass es vielleicht euch auch interessiert, weil ihr seid auch meine Abonnenten, da solltet ihr ja auch informiert werden. Und zwar wird das wahrscheinlich die letzte Folge hier sein auf meinem jetzigen PC, weil ich habe mir nämlich einen neuen PC bestellt, und zwar auf der Seite Miev.com oder Miev.com, glaube ich, heißt die Firma oder was weiß ich. Auf jeden Fall, ich werde euch die Seite mal in die Videobeschreibung packen. Da könnt ihr PCs bestellen nach euren Wünschen. Also ihr könnt nach PCs suchen, nach den Wünschen, die ihr habt. Ihr gebt zum Beispiel ein, was für eine Grafikkarte ihr haben wollt, was für ein System ihr haben wollt, ob ihr i5 haben wollt, i7, dann sucht euch die PCs und die Preiskategorie könnt ihr euch noch auswählen und dann könnt ihr euch den selber konfigurieren. Also was wollt ihr für eine Grafikkarte haben, was wollt ihr für einen Prozessor haben, wollt ihr ein bisschen mehr Arbeitsspeicher haben, wollt ihr noch zusätzlichen Bildschirm haben oder so. Und das Gute ist an dieser Seite Miev.com, dass wenn ihr mal ein Problem irgendwie habt mit eurem da bestellten PC, also sollte irgendwas mal, keine Ahnung, am Lüfter kaputt sein oder sollte ja, die Grafikkarte mal zu heiß sein, so wie bei mir. Das war ja bei mir der Fall, dass die Grafikkarte oder der Lüfter von meiner Grafikkarte war kaputt, deswegen hat mein PC-Fritze den PC neu aufgesetzt, was er gar nicht hätte machen müssen, aber egal, das ist schon lange her. Und auf jeden Fall könnt ihr den dann dort zurückschicken. Und die reparieren den dann und dann schicken sie euch den wieder zurück. Und das ist halt auf der Seite Miev.com ganz, ganz gut. Also ihr müsst nicht irgendwie selber den PC irgendwo hinschleppen. Ihr könnt den da einfach wieder zurückschicken. Die haben ihren Sitz in München, soweit ich weiß. In München, glaube ich. Da habe ich mir den PC bestellt. Und der wird jetzt innerhalb von den nächsten 4 bis 7 Werkstagen kommen. Also ich nehme jetzt hier gerade am Samstag auf. Ich habe den am Samstag bestellt, am 28. März. Den haben wir heute. Und deswegen wird das wahrscheinlich die letzte Folge sein, die ich hier auf diesem PC aufnehme. Dann bin ich mal gespannt, was mich auf dem... Oh, voll der Leck hier. Was mich dann auf dem nächsten PC erwartet oder auf dem anderen PC. Der hat auf jeden Fall eine bessere Grafikkarte. Da werde ich euch dann aber mal, wenn der PC da ist, ein gesondertes Video machen mit meinen ganzen PC-Daten. Weil ich denke mal, das wird euch auch interessieren, was dann der neue PC so hat. Die Seite von Miev.com, die stelle ich euch unten rein in die Videobeschreibung. Da könnt ihr ja mal selber vorbeigucken. Und wenn ihr selber gerade irgendwie mal einen neuen PC wollt oder so, oder falls ihr irgendwelche Sachen bestellen wollt, dann könnt ihr da mal raufgehen. Das ist wirklich eine super Seite. Habe ich auch erfahren durch ein Video von Germ Let's Play. Der hat nämlich seinen PC auch dort bestellt von Miev.com. Da habe ich mich auf der Seite mal ein bisschen schlau gemacht. Wie funktioniert das denn alles? Was kann man da so machen? Und das, ja, da habe ich meinen Lieblings-PC, will ich jetzt nicht sagen, aber meinen Favoriten doch herausgefunden. Hab da noch ein bisschen was verändert. Hab anstatt 1 TB, 2 TB. Ich habe jetzt 16 GB Arbeitsspeicher, also 2x8. Und dann habe ich noch anstatt 400 Watt Be Quiet, habe ich 500 Watt Be Quiet System Power 7 und 8. Die ganzen Daten, die sage ich euch, wie gesagt, nochmal in einem gesonderten Video dazu, wenn dann der neue PC da ist. Dann kann ich auch endlich mal mit Shader aufnehmen. Aber was ist das denn? Warum werde ich den gerade hier zurückgebackt? Auf jeden Fall, dann kann ich auch nicht mal mit Shader aufnehmen. Dann habe ich da auch flüssig 60 oder 70 FPS. Dann geht das Rendern vielleicht auch ein bisschen schneller. Und dann läuft das Aufnehmen vielleicht auch ein bisschen flüssiger mit meinem Open Broadcaster. Ich backe hier die ganze Zeit oben fest. Das ist echt, das ist aber nur an der Stelle hier. So, jetzt. Bin gerade auf Platz 2 hinter dem Like. Aber mir ist auch egal, wie viel da ich hier werde. Ich wollte einfach mal... Oh mein Gott, halte ich noch da fest. Ich wollte einfach mal ein Video machen und da euch eine Info zugeben. Das ist doch scheiße. Warum backe ich den immer zurück? Warum backe ich den immer zurück, ey? Genau. Und ich werde versuchen halt dann... Ich muss daran denken, dass ich dann meine ganzen Dateien irgendwie auf einen USB-Stick ziehe und die dann mit rübernehme auf den neuen PC. Das wäre natürlich dann mega ungünstig, jawohl. Wenn dann die ganzen Sachen weg sind, natürlich Photoshop und so, Premiere Pro, die ganzen Sachen, Outer City und so, die kann man sich ja dann wiederholen. Oh, Broadcaster, das ist ja jetzt nicht das große Ding. Die Musik, die ich dann höre, die ganzen Bilder, die Thumbnail-Vorlagen, die kann ich mir auf dem USB-Stick ziehen und dann mit rübernehmen auf dem neuen PC. Das ist ja gar nicht das Problem. Aber ich war, wie gesagt, von dem PC überzeugt. Schaut mal vorbei auf der Seite Miev.com, die machen echt einen guten Job, denke ich mal.
auch mit diesem Support, dass ihr euch, also den PC, falls ihr damit Probleme habt, könnt ihr den da hinschicken, die gucken und versuchen das dann zu reparieren. Und wenn er dann fertig ist, dann schicken sie den euch wieder zurück. Ob ihr da Reparaturkosten bezahlen müsst, weiß ich gar nicht. Ihr habt auf jeden Fall eine Garantie drauf, dass da könnt ihr euch auch auswählen, was ihr haben wollt für eine Garantie. Entweder 3 Jahre, das habe ich jetzt genommen, 3 Jahre, 5 Jahre, 5 Jahre oder 10 Jahre, glaube ich. Ich habe jetzt erstmal 3 Jahre genommen und ich glaube, man kann die Garantie auch jederzeit verlängern. Und ja, also schaut einfach mal vorbei, Miefcom, ich habe jetzt mal ein bisschen Werbung gemacht, ohne dass ich dafür Geld gekriegt habe. Die Seite ist, denke ich mal, wirklich zu empfehlen. Und dann, ja, gucken wir jetzt mal, dass wir hier die Runde noch halbwegs gut zu Ende kriegen. Ach, scheiße. 300, wo sind wir? 340, 343, ma, und bei Modul 7? 7 oder 8? 7, normal. Das ist noch normal, ich war auf dem Zaun drauf, oder nicht? So, einmal hier drauf gesprungen, einmal hier drauf gesprungen, so. Ansonsten hätte ich nämlich normales Survival Games Gameplay gemacht, aber ich finde so ein Live Gameplay hat, es hat was, ja, es hat doch schon was. Da muss ich mich auf 2 Sachen gleichzeitig konzentrieren. Ach, hier waren wir schon. Warte mal, TNT kann ich mitnehmen. Ja, Gold kann ich auch mal mitnehmen. Achtung. Komm rauf, das gibt's doch gar nicht. Oh, aber so springt tue ich mir immer schwer, ey. Das hasse ich wie die, Mann, das hasse ich wie die Pest. Wer ist denn eigentlich noch so bei uns dabei? Was haben die eigentlich so für Namen? Like, Unterstrich, Salafu, Donzel, Noah, Morgi Game und Hardstyler, 19.07, aber die beiden sind noch ganz am Anfang, Modul 1 müsste das sein. So, klappt ganz gut. Bei mir ist das immer so, wenn ich sehe, die Zeit wird knapp, dann rush ich hier durch, das ist die wahre Pracht. Aber wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, dann mache ich es gerne so ein bisschen Larifari, aber komm, das sollten wir jetzt schaffen. Zum Modul 8, jawohl. Jetzt kann man sich hier einen Weg aussuchen, oder wie ist das? Scheiße. Eine Minute haben wir noch. Versuche ich mal so weit wie es geht zu kommen. Ja, oh, Eisenschiefe, sehr gut. Pfeile, Eisen. So. Ich hatte doch ein Erfahrungsfläschchen. Hier. Die Stiefel. So. Und. Na, schade, nur ein halbes Level. Gut, dieser Like. Okay, Like ist ein bisschen weiter als ich. Der wird wahrscheinlich gleich am Ziel sein und sich noch die Diaschuhe schnappen. Die es dann umsonst natürlich immer gibt. Oder vielleicht nicht. Vielleicht haben wir ja das Glück und gehen mit demselben Equip rein. Muss gerade mal gucken, ob ihr noch alles regelmäßig, regelkonform aufnimmt. Ja, so. Vielleicht nochmal ein kurzes Wort zu FIFA. Da denke ich mal, wird dann die Abstimmung schon gelaufen sein, wenn das Video hier ist, schon längst. Vielleicht haben wir da auch schon die ersten Parts mit unserer neuen Mannschaft gemacht. Das weiß ich noch nicht. Kommt drauf an, wann mein neuer PC da ist. Wie ich mit dem zurechtkomme, dass ich die ganzen Sachen hier installiere. Aber ich denke mal, das sollte kein Problem sein, mein Mikro da anzuschließen und dann Webcam und so. Kommen wir wenigstens Modul 9, jawohl. Da können wir wenigstens sagen, wir waren bei Modul 9. Waren so auf derselben Höhe wie der Like-Unterstrich. Und jetzt gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir noch eine schöne Map zusammen. Huch, jetzt war ich kurz unter der Map. Das ist ja witzig so. Da hinten haben wir den ersten gesichtet. Da, ja. Ja, der hat nur Ledersachen und ein Holzschwert. Kommt, den sollten wir uns eigentlich snacken können. Komm, auch wenn er rumleckt. Ich weiß nicht, irgendwie ist er. Irgendwie sind, die meisten Minecraft-Server da irgendwie ein bisschen laggy. Also das MC war schon laggy. Goma HD war laggy und der jetzt hier auch gerade so ein bisschen. So, mal kurz was snacken hier. Dann gehen wir mal auf die Jagd nach anderen. So, ich gehe einfach mal hier lang. Der Kompass zeigt da an. Da hinten ist einer, sehe ich schon den Namen. Müsste der. Oh, der backt auch ganz schön rum, habt ihr gesehen? Hardstyler Noah, okay, die laggen. Ja, man sieht, die laggen rum, aber vielleicht kann ich da ein bisschen abstauben. So, einmal. Boah, das leckt übelst rum, aber nicht bei mir, ne? Das war bei denen. Gut, hier kann man nichts rausnehmen. Oder? Gibt es irgendwas Besseres? Eine Hose? Nee. Aber das hat. Wow. Wow, 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 wow. Oh, oh, fuck, oh, fuck. Den Donzel habe ich nicht gesehen. Fuck. Ah, scheiße. Ja, weil es rumleckt, ey. Das ist super, super nervig. Und gerade bei so einem Spielmodus, weißt du, bei SG ist das. Oh, Junge, ich habe den doch getroffen. Ich habe den doch getroffen, den Salafu. So, jetzt sind wir hier zu dritt. Oh, leck. Aber es leckt nicht nur bei. Das ist doch scheiße. Okay, aber wenn es jetzt so bei mir leckt, dann ist das natürlich von mir scheiße. Aber wenn der Server leckt allgemein, dann ist er auch scheiße. Habe ich gleich verloren. Ja. Ja, eiskalt. Hat's bei mir jetzt geleckt? Ja, egal. Ich wollte die Runde sowieso nutzen, um euch ja mal über
das, was in Zukunft vielleicht kommen wird, also was heißt vielleicht kommen wird, es wird auf jeden Fall kommen. Mein neuer PC wird kommen. Es kann sein, dass ich dann vielleicht noch ein paar Tage brauche, um das Ganze zu konfigurieren, aber dann bin ich wieder da auf jeden Fall, hoffentlich dann vielleicht auch mal mit dem Shader, Minecraft-Part flüssig, vielleicht mal Minecraft-Single-Let's Play demnächst mit Shader, muss ich mal gucken. Und ja, in 60 FPS wie gewohnt, das ist ja schon seit ein paar Wochen so, seit einem Monat oder zwei Monaten so. Und dann, ja, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall den Daumen nach oben da. Und die ganzen PC-Daten, wie gesagt, die werde ich euch nochmal in einem separaten Video euch präsentieren, wenn es dann soweit ist. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!